Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz des Bundesligaspiels zwischen Turbine Potsdam und dem NSV Duisburg. Ich begrüße recht herzlich unsere Gästetrainerin Frau Krings, zu meiner Linken, zu meiner Rechten unseren Cheftrainer. Wie immer hat der Gast zunächst das erste Wort. Dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, es war ein sehr anstrengendes Spiel, aber ich bin wirklich wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft. Wir haben eine schwierige Phase gerade vor und auch hinter uns. Wir haben leider jetzt dann in der Situation auch noch einige Erkrankungen zu beklagen, die uns natürlich gerade auch schon wehtun, weil es wirklich richtig wichtige Spieler sind. Nichtsdestotrotz hat das meine Mannschaft heute fantastisch umgesetzt, haben Spieler noch Positionen gespielt, die sie vorher so noch nicht gespielt haben. Und von daher sind wir wirklich auf einem, glaube ich, richtig guten Weg. Und dass man dann trotzdem verlieren kann, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Dass wir natürlich das Tor selber gemacht haben. Bernd, bitteschön. Ja, Potsdam hat eine fantastische Mannschaft, vor allem im Offensivbereich, wie sie variieren, welche Wege sie gehen, das ist fantastisch. Und da muss man einfach wirklich den Hut vorziehen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir wirklich zufrieden nach Hause fahren können. Jetzt haben wir 2 Wochen Zeit, um zu regenerieren. Und dann geht für uns natürlich die Finalspiele los. Okay, alles klar. Dankeschön. Herr Schröder, was sagen Sie zum Spiel? Ja, wenn wir so weit vorne gestanden hätten, dass wir alles geregelt hätten, dann hätten wir vielleicht das Tor auch nicht geschossen, Inka. Also es ist schon so, ihr habt uns dort einen Punkt abgeknöpft, oder 2, ist egal wie. Und hier habt ihr euch sehr gut verkauft, aber was wir heute geliefert haben, das habt ihr alle gesehen. Das war null. Das ist für mich nicht ausreichend, da brauchen wir eigentlich gar nicht nach vorne verfahren, wenn man so spielt. Von der Nummer 1, die hat er nicht Druck gekriegt. Also alle Spieler, die hier heute gespielt haben, war unter aller Würde. Man meinte, die sagen, warum, weiß ich nicht überlastet, unterlastet, vielleicht die Zeitumstellung oder irgendwas, ist mir egal. Aber ja, nicht am Platz oder sowas drum und dran. Man macht so ein Spiel, ich kann nur hoffen, dass wir so ein Spiel ganz schnell abhaken und am Mittwoch eine ganz andere Leistung bringen. Ich hoffe, dass Pauline Bremer spielt, wir werden wieder verändern in der Mannschaft, ist völlig klar, aber nichtsdestotrotz, Duisburg hat sich hier, Inka hat es gesagt, gut verkauft, sie haben sich gut verschoben, sie haben gekämpft, sie haben alles das gemacht, was sie können, wenn natürlich zum Beispiel Leute wie Jenny Oster mitgespielt hätte, hätte es schon wieder ganz anders ausgesehen, ich rede gar nicht vorhin hin, aber es ist einfach so, man muss eben auch anerkennen, dass so eine Mannschaft 100% gegeben hat und auch einen hohen Effektivitätsgrad gehabt hat und wir haben eben schlecht gespielt. Aber das liegt natürlich nicht nur an uns selber, sondern auch an dem Gegner, der sich hier ordentlich verkauft hat. Ich hoffe, ihr habt die Gunst der Stunde. Wir hätten ja uns gewünscht, dass Sand heute gewinnt. Das ist nicht passiert, aber da Sand nun verloren hat, seid ihr ja noch im Geschäft. Also kannst du doch ein bisschen ruhig nach Hause fahren und kannst die Hoffnung, dass ihr drinnen bleibt, ich hoffe sehr, dass ihr drinnen bleibt. Ich würde lieber nach Duisburg als nach Sand fahren, zumal wir einige Spieler von Sand kriegen. Okay, danke Herr Schröder. Gibt es Fragen seitens der Medienvertreter? Herr Morgner? Erste Frage nochmal, Pauline Bremer, war angeschlagen, verletzt oder warum hat sie nicht gespielt? Und zweitens, Herr Schröder, wie erklären Sie jetzt den Unterschied zwischen Wolfsburg, sensationell spielend heute, ich möchte nicht von Kreisklasse sprechen, aber... Ja, wir können ruhig mal die Wahrheit sagen, das ist immer das, meistens sage ich es immer. Also es ist einfach so, dass Bremer hat Probleme durch das Krafttraining, das werden wir aber rauskriegen, bis Mittwoch, die wird spielen. Und die Erklärungen kann man eigentlich nicht geben. Fußball ist keine Naturwissenschaft, habe ich schon mal dreimal gesagt. Es ist einfach eine Situation, wo einer anfängt und der andere zieht hinterher. Die haben ja so viele Stockfehler gemacht, oder wenn ich Anomna da vorne gesehen habe, um nur eine zu nennen, oder eine Spielerin wie Nagasato, die wirklich Fußball spielen kann, der die Bälle alle weggesprungen sind. Das ging schon der Abwehr los, drum und dran. Es ist schwer zu erklären, auf jeden Fall ist es mit überlastetem Training zu erklären. Im Gegenteil, vielleicht sogar. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. Keine Frage, aber eine kleine Überraschung für dich, Nadine. Ich möchte mich gemeinsam mit Timo ganz herzlich im Namen des Vorstandes, des Vereins, im Namen ganz vieler Fans für deine
tolle, tolle Arbeit bedanken. Wenige Worte, die aber von ganz tief aus dem Herzen kommen. 10 Jahre plus bei Turbina, immer alles gegeben. Jetzt ist Zeit, Tschüss zu sagen. Wir sind traurig darüber und wünschen dir ganz viel Erfolg in der Zukunft ab 1. April und hoffen, dass wir dich wiedersehen, dass die Verbundenheit zu Turbine bleibt. Also lass dich drücken und ein paar Blümchen für dich. Ja, ich würde meinen Spruch noch zu Ende sagen. Ich kann Sie nicht mehr beim nächsten Heimspieler begrüßen, hoffe aber, dass Sie am 19. April auch alle zahlreich wieder hier sind. Unseren Gästen wünsche ich nicht nur eine gute Heimfahrt, sondern alles, alles Gute für die anstehenden Aufgaben. Wir drücken euch hier in Potsdam die Daumen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Saison wieder. Kommt gut heim. Ihnen allen noch einen schönen Sonntag. Dankeschön.